und es dann sogar schon schwierig wird, an der Universität beispielsweise solche neoliberalen Betriebswirtschaftlichkeiten zu kritisieren, was in der relativen Autonomie der Wissenschaft aber unter schwierigen Bedingungen durchaus möglich ist, weil es da ja vor allem um den rationalen Diskurs geht, ums kommunikative Handeln etc. Ich wollte nur deutlich machen, wie schwierig es ist, innerhalb einer sehr deregulierten, privatisierten Politik und Wissenschaft und Wirtschaft überhaupt noch das öffentliche Eigentum zu verteidigen. Das erscheint mir als unglaublich gefährlich und unglaublich fragwürdig, weil man sich doch, wenn man das Argument auf den Tisch bringt, irgendwie darauf wird einigen können, dass es in einer Demokratie wie der Republik Österreich nicht angeht, dass ein Kind, das in einer begüterten Professorenfamilie in Döbling zur Welt kommt, gegenüber einem Arbeiterkind oder einem Kind aus einer Familie, wo die Mutter im Supermarkt arbeitet und der Vater am Müll, als Müllarbeiter tätig ist, dass da gravierende Differenzen existieren, die dann die soziale Flugbahn jeweils nach oben oder nach unten in unserer Gesellschaft determinieren. Das ist auch ein rationales Argument, das ich vor Wirtschaftern vorgetragen habe, und da gab es jetzt keinen Widerspruch, weil das einfach plausibel ist. Ich glaube, überhaupt sagen zu können, dass die Medienlandschaft, in der wir uns befinden, in der ganzen Moderne sich konstituiert hat natürlich, also durch die bürgerlichen Clubs, durch die Zeitschriften und Zeitungen, die Ende des 18. Jahrhunderts sozusagen boomen, auch in Paris, rund um die Französische Revolution. Und dass damit, vielleicht darf ich das dazu sagen, ein großes Problem immer noch auf uns lastet. Wir sind alle gleich als Staatsbürger vor dem Gesetz, formal. Aber wir sind natürlich alle sehr ungleich, wenn es um gesellschaftliche Gleichheit und sozioökonomische Gleichheit geht. Jetzt hat man mir auch oft gesagt, du bist der Gleichmacher. Es geht nicht um Gleichmacherei, es geht ja darum, dass die vorhandenen sozioökonomischen Unterschiede und Differenzen zwischen den Menschen die sozioökonomischen Unterschiede eben zementieren. Sprich, erst wenn wir die sozioökonomische Gleichheit parallel zur formaljuristischen Gleichheit erreicht haben, würden wir das erreichen, was der Neoliberalismus heute schon verspricht, nämlich eine wirkliche Entfaltung der eigenen Kreativität, der eigenen Souveränität und auch der eigenen Medienkritikfähigkeit, sage ich an der Stelle dazu. Karte, jetzt brauche ich wieder ein bisschen. Okay? Super. Kommt das gut? Ja, das kommt sehr gut. Und ich hätte jetzt ganz gern eine Frage, um Medienverständnis zu erreichen. Also ich meine natürlich Media Literacy. Muss man in der Schule beginnen? Genau, sehr gute Frage, super Frage. Wenn ich sage, man muss in der Schule beginnen, merke ich, aber nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern. Die immer noch relativ wenig von Medien verstehen und sehr moralisierende Kinder. Das kannst du natürlich nicht sagen, aber du machst das schon. Und das wäre natürlich die Rutsche für dich, dass du jetzt sagst, ja, aber das Ministerium finanziert sogar was, die Medienimpulse. Dass du aber nicht nur so drüber fährst über die Medien, sondern ein bisschen erklärst, was machen die Medienimpulse, welche Aufgaben. Ja, okay. Welche Aufgaben siehst du als Chefredakteur? Was ist wichtig? Warum muss es die Medienimpulse geben? Und welche Stoße? Also wäre meine Frage. Genau. Ich glaube, dass man, wenn es um Medienerziehung geht, und ich meine damit Media Literacy, also das Buchstäbliche sozusagen, in der Schule begonnen werden muss. Aber nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern. Ganz genau, ganz genau. Also wenn ich dann sozusagen in meiner wissenschaftlichen Rolle als Medienpädagoge gefragt werde, wie das Bildungssystem organisiert sein sollte, dann brauche ich natürlich für die Medienkompetenzvermittlung, zu der ich dann noch ein bisschen was dazu sagen werde, brauche ich, das wollte ich gerade deutlich machen, ein öffentliches Bildungssystem, in dem die Menschen einmal gleich ausgebildet werden können. Und dann befinden wir uns aber alle, die Politik, das Ministerium und wir Medienpädagoginnen im spezifischen Feld der Medienkompetenz, in der grundlegenden Frage, erstens, wie sorgen wir für ein gleiches Bildungssystem und dann, was unterrichten wir? Ganz, ganz platt. Ne? Was unterrichtet man sozusagen unseren Kindern, wenn wir uns auch ausmalen, was die nächste Generation vor sich hat, gemessen an den technologischen Veränderungen unserer digitalen Wirtschaft und damit auch digitalen Gesellschaft, würde ich zum Beispiel mit Nachdruck betonen, dass wir jetzt schon digitale Grundbildung haben, aber dann auch wieder im Stoff natürlich genau bestimmt werden sollte, worum es da geht. Wir diskutieren viel über das Coden. Ich bin der Überzeugung, dass das Coden heute so wichtig ist wie in meiner klassisch-humanistischen Ausbildung Griechisch-Latein. Das heißt, dass zum Verständnis
einer digitalisierten Gesellschaft, ob in der Wirtschaft, der Politik, der Wissenschaft oder wo auch immer, brauche ich Grundlagenkenntnisse, weil ich sonst bei den Oberflächen, bei den Screens, mit denen wir arbeiten, sozusagen klassisch aufgeklärt, nicht hinter dem Schein das Sein finden kann. Also ich kann nicht erklären, wie ein Prozessor funktioniert. Insofern ist die Idee nach wie vor gut, dass jeder in seinem Leben mal die Kiste da selbst aufschraubt, immer das alles selbst zusammengeschraubt, sozusagen auch ganz praktisch dran zu bleiben. Und natürlich ist für uns Medienpädagoginnen gerade der Medienkompetenzbegriff so wichtig. Ich habe meine Dissertation zum Medienkompetenzbegriff eigentlich oder um den Medienkompetenzbegriff von Dieter Barke aufgebaut. Dieter Barke hat in den 80ern bereits den Medienkompetenzbegriff definiert, und zwar vierstufig: Medienkritik, Medienkunde, Mediengestaltung und Mediennutzung. Also Medienkritik meint die Fähigkeit, im Abstand zu den Informationen selber denken zu können, im Abstand zu jenen Informationen und Daten, die einen auch in manipulatorischer Absicht erreichen können. Da brauche ich ein kritisches Bewusstsein, ganz im Sinne klassischer Bildungsideale, und das muss die Schule vermitteln. Ich muss irgendwie selbst denken können im Umgang mit der Zeit im Bild. Selbst wenn der Armin Wolf, den ich sehr schätze, eine Information im ORF, die dann meistens relativ valide ist, weil sie öffentlich-rechtlich ist. Auch das ist ein Problem der Medienpolitik, das wir ja jüngst bei der letzten schwarz-blauen Regierung erlebt haben, also der Versuch, den ORF sozusagen politisch zu übernehmen, was einer Wirtschaftsdiktatur gleichkäme. Ich muss fähig sein, die Informationen, die mir in den Medien präsentiert werden, zu erfassen, zu verstehen, ganz klassisch, und sie dann reflektieren zu können, um mir, wie man so sagt, ein eigenes Bild zu machen. Das ist die Medienkritik. Die Medienkunde müsste vermitteln, welche Medien es eben gibt, von der Zeitung bis zum Handy, vom Laptop bis hin zum Webmastern. Ich muss sozusagen die jeweiligen Technologien, die auftauchen, bis hin zur Drohne, zumindest annähernd technologisch verstehen können, wofür die Schulbildung sorgen kann und sorgen soll. Dann der dritte Punkt ist die Mediengestaltung. Das heißt, dass ich mit